Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Zusammen mit Pater Karl Wallner, dem Missio-Verantwortlichen in Österreich und Professor für Theologie an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz. Lieber Pater Karl, der neue Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika heißt Joe Biden. Und da habe ich gelesen, wie er erzählt, wie er als Kind zu seinem Großvater kam und dass sein Großvater zu ihm immer am Ende sagte beim Besuch, Joey, bleib katholisch. Und seine Großmutter habe dann zu ihm gesagt, nein, verbreite den Glauben, verbreite auch den Glauben. Katholisch sein alleine reicht nicht, sondern man sollte auch den Glauben verbreiten. Wie auch immer, wir sind in der Stunde der Seelsorge. Ja. Wir beantworten die Fragen der Zuschauerinnen und der Zuschauer. Und es geht auch immer darum, dass wir auch den Glauben verbreiten und natürlich unseren Zuschauern auch seelsorglich beistehen. Du kannst gerne was dazu sagen. Ich wollte nur dazu sagen, dass mich sehr, also man sollte mal dem neuen Präsidenten, der Joseph heißt, Joe ist die Kurzform für Joseph, und wir sind im Josefs Jahr, man sollte ihm einen gewissen Vertrauensvorsprung geben. Wir dürfen durchaus auch froh sein, dass er katholisch ist, ja, weil wir hatten ja auch Präsidenten, die freigelegt waren, vor Trump auch, wo dann auch Kriege begonnen worden sind, wo wir nicht gewiss genau wissen, wann. Es ist sehr schwer zu durchschauen, die ganze politische Situation. Und wir dürfen nie erwarten, ein Politiker 100% eben jetzt das vertritt, was wir als Katholiken jetzt eben an moralischen Werthaltungen jetzt eben haben. Aber wir sollten mal für ihn beten. Er selber ist ja, wenn ich richtig gelesen habe, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, Thomas, er soll ja, bevor er ins Weiße Haus geht, zwischen Angelobung und Weißem Haus, soll er in die Kirche beten gegangen sein. Also soll er noch in seine Kirche gefahren sein. Der geht jeden Sonntag in die Messe. Das hat auch der Kennedy gemacht. Übrigens auch Arnold Schwarzenegger, der ein Österreicher ist. Und die Österreicher sind gar nicht so fromm hier, wie der Arnold Schwarzenegger in Amerika, in Kalifornien fromm ist. Ich weiß von ihm glaubhaft durch meinen Freund, den Florian Henkel Donnersmarck, dass der Arnold Schwarzenegger regelmäßig in die Sonntagsmesse geht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass so Dinge auch zu wenig in die Öffentlichkeit kommen. Ich würde aber nicht in die Kirche gehen, weil der Joe Biden oder der Arnold Schwarzenegger oder der Trump oder wer in die Kirche geht. Aber es ist bei uns das Defizit, dass wir zu wenig eben jetzt Politiker haben, die öffentlich ihren Glauben leben und praktizieren. Und da finde ich es doch positiv, wenn es einen amerikanischen Präsidenten gibt, der das jetzt macht. Wir haben eine Zuschrift einer Mutter mit ein paar Fragen. Als Einleitung schreibt sie uns, ich tue es ein bisschen kürzen, sie dankt uns für diese lehrreiche Sendung und so weiter. In einer der vorgetragenen Zuschriften wurde erwähnt, dass die schreibende Person viele Dinge des Glaubens nie erklärt bekommen hat. Mir geht es gleich. Obwohl ich in einer streng katholischen Familie aufgewachsen bin, fehlt es mir enorm an Wissen rund um Glaube und Sakramente. Dies wird mir besonders bewusst, wenn mir meine Kinder 4 und 6 Jahre alt Fragen zu Glaube, Gott und Kirche stellen, die ich nicht oder nur sehr unzulänglich beantworten kann. Und sie hat dann einfach mal ein paar Fragen so aufgeschrieben, die sehr grundsätzlicher Natur sind. Aber ich bedanke mich bei dieser Mutter, die uns geschrieben hat. Und ich möchte einfach mal eine Frage nach der anderen dir so vorbringen und mit der Bitte hier grundsätzlich und einfach zu antworten. Nicht groß als Professor für Theologie, sondern echt als Seelsorger mit dem notwendigen Wissen dann, damit die Leute hier auch anderen antworten können. Um das geht es ja auch. Man kann ihnen nur dann den Glauben weitergeben. Ja, ich muss schon was wissen. Nicht? Und das Problem ist wirklich tatsächlich, wir wissen zu wenig. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, dass der Glaube nichts für dumme Christen ist.
ich weiß jetzt den genauen Titel, weiß ich gar nicht und so weiter, aber wir haben das Problem, Entschuldigung, auch jetzt eine Kritik an uns Predigern, dass wir über die Köpfe der Leute hinweg reden, weil sie ja nicht mehr grundsätzlich katechetisiert sind. Ja, ich habe hier jetzt gerade am Computer hier geöffnet, ich rede ja hier in den Computer hinein bei dieser Sendung, ich habe hier gerade geöffnet, was ich gestern gemacht habe für einen Perser, der Christ werden will, und der hat bestimmte Fragen bekommen, auch die er beim Asylverfahren gestellt bekommen und so weiter. Und das sind so Fragen, also die jeder wissen sollte. Was ist der Unterschied zwischen Protestantismus und Katholizismus? Was bedeutet Heiliger Geist und so weiter habe ich hier? Was sind die wichtigsten christlichen Feiertage und erklären Sie diese und so weiter? Also von denen wird mehr, ich habe ihm zurückgeschrieben, ich habe ihm die Fragen, dass er es lernen kann, beantwortet. Also so ein kleiner Katechismus mit 36 Fragen. Aber ich habe ihm auch zurückgeschrieben, also ich bin sicher, dass keine normalen österreichischen Katholiken diese Frage beantworten können, die er da gestellt bekommt. Wer weiß über das Apostelkonzil von 49, wird er gefragt, finde ich übrigens ziemlich unverschämt, also dass hier Neugetaufte solche Fragen gestellt werden, die im Religionsunterricht bei uns nicht einmal gelehrt werden würden und so weiter. Nicht? Aber unser Niveau ist grundsätzlich gering. Ich habe jetzt den Titel von meinem Buch leider vergessen, aber ich habe viele solche katechetischen Bücher geschrieben über die Sakramente und eben über das Grundwissen. Man findet diese Bücher übrigens, wenn man geht auf buchhandel.de und dann Karl Wallner eingibt. Ja. Also da findet man alle meine Bücher und ich kann Ihnen nur sagen, ich hab so viele geschrieben, dass ich keinen Überblick mehr habe darüber. Weil, schau, ich habe Theologie studiert, Thomas, du bist auch Doktor, ja, du weißt, wie ein Doktorat abgeht. Du bist abstrakt und du lebst in einer anderen Sphäre und du bist in ganz komplexen Sachen drinnen und so weiter und so fort. Und bei mir war es genauso. Ich habe dann dieses Doktorat über Hans-Urs von Balthasar gemacht, Hegel dazu. Also ich habe in anderen Sphären geschwebt. Ja. Und dann bin ich Landpfarrer geworden und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dann 2 Jahre nach meiner Priesterweihe, direkt nach dem Doktorat, ich war immer pastoral, ich war immer missionarisch und so weiter. Aber plötzlich bin ich vor der Wirklichkeit gestanden, ich muss Kindern, den 30, 40 Kindern am Montag um 17 Uhr bei der Kindermesse, denen muss ich dann Sachen erklären. Und da nützt dir dann Hegel und Trinität und die Prozessiones und die Relationes, die subsistenten Seinsweisen von Karl Rahner und die Transzendentalität und alles Mögliche. Das nützt dir einfach nichts. Ja? Das versteht niemand. Ja? Du musst die Sachen danach runterbrechen. Und ich halte an der Hochschule in Heiligenkreuz jetzt auch Vorlesungen über die Methode der Sakramentenkatechese, weil ich das auch bei meinen Studenten eben möchte, dass die nicht über die Köpfe der Leute hinwegreden. Das ist die größte Gefahr bei uns, weil die Kirche möchte, dass Priester und dass Prediger gut ausgebildet sind, dass sie viel wissen. Die müssen auch einen akademischen Abschluss deshalb machen. Aber die Gefahr ist deshalb, dass wir dann, wie soll ich sagen, also nicht mehr andocken bei den Leuten, die heute ja nicht mehr aufgewachsen sind mit dem Katechismus, die in der Volksschule, zu Hause, in der Volksschule, im Religionsunterricht nicht mehr wirklich die Substanz inhaltlich kennengelernt haben. Also meine Antwort heißt, ja, du musst über den Glauben Bescheid wissen, und sie lautet auch, es gibt genügend Bücher, wo du eben jetzt Informationen bekommst und die du eigentlich lernen solltest, damit du über deinen Glauben Bescheid weißt, weil es kommt noch was dazu. Wir sind ja heute in eine Welt geraten, die multikulturell ist. Wir haben viele andere Religionen plötzlich neben unserer Haustüre, die früher auf fernen Kontinenten waren, die sind plötzlich neben uns. Es gibt einen religiösen Wettbewerb und ich habe das Gefühl, dass die anderen Religionen ihren Glauben besser kennen als wir Katholiken. Ja, lieber Pater Karl, wenn du mir diese Fragen mal zuschicken könntest, die du diesem Asylbewerber zusammengestellt hast. Ich glaube, das wäre von Interesse für unsere Zuschauer. Aber jetzt zur ersten Frage dieser Mutter. Weshalb feiert man jeden Sonntag eine heilige Messe und wie kam das Sonntagsgebot der Kirche eigentlich zustande? Weshalb würde am Sonntag zum Beispiel ein Wortgottesdienst, eine Bibellesung mit Predigt und anschließender Diskussionsrunde oder ein Gebetstreffen nicht reichen? Da beschäftigt man sich ja auch mit Gott. Ja, also weil die Heiligste Eucharistie genau das darstellt, warum wir es am Sonntag feiern. Nämlich wir feiern deinen Tod, O Herr, verkünden wir deine Auferstehung
preisen wir. Jesus ist, und die Chronologie ist nach allen Evangelien eindeutig, an einem Tag vor dem Sabbat gekreuzigt worden. Dieser Tag heißt im Griechischen Paraskebe, wird dann übersetzt mit Rüsttag, und das ist der Freitag, unser Freitag. Ja. Und er liegt am Sabbat, am Samstag liegt er im Grab. Und am Morgen des nachfolgenden Tages, erster, zweiter, dritter Tag, also am dritten Tag nach der Kreuzigung, ist das Grab leer. Jesus erscheint der Maria von Magdala, dann den Jüngern und so weiter. Und es ist die Auferstehung eben jetzt, die wir am Sonntag feiern. Also am Tag nach dem Sabbat, am ersten Tag der Woche, der jüdischen Woche. Also für die Juden endet die Woche mit dem Sabbat, das ist in Genesis 1 ganz klar, das ist der Tag, wo Gott eben nach dem Sechstagewerk den Menschen einlädt, mit ihm zu ruhen, weil er ja ihn zur Mitschöpfung berufen hat. Da liegt eben jetzt der im Grab und dann am Sonntag ist die Auferstehung. Und deshalb haben wir die frühesten Zeugnisse, die uns von Römern auch bezeugt werden, wie Plinius, der Jüngere von Bithynien, wo er eben bezeugt, dass die Christen sich an einem festgesetzten Tag vor Sonnenuntergang versammeln, um Christus wie einem Gott Lieder zu singen. Das ist die älteste Beschreibung der Eucharistiefeier, die wir haben. Sie ist außerhalb der Bibel eben um 120, 110 verfasst in einem Brief des heidnischen Statthalters Trajan. Also von Anfang an, und natürlich, das war ein Arbeitstag. Vor Sonnenuntergang, die mussten dann arbeiten, ja, haben die Messe gefeiert, nicht? Die Tod und Auferstehung Christi. Jetzt die Frage, wie kam es zum Feiertag, zum Sonntag? Das war Kaiser Konstantin der Große, der erste christliche Kaiser, der dann eben jetzt von den vielen Werken, die er gemacht hat, wo er seine Sympathie gegenüber den Christen ausdrücken wollte, Abschaffung der Kreuzesstrafe, Erbauung von Kirchen über dem Grab Christi, über den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus in Rom und der Märtyrer des heiligen Laurentius und so weiter. Also, und dann eben seine große Sache ist auch, dass er diesen Tag, also den ersten Tag der jüdischen Woche, freigibt, und der heißt dann Dies Solis, Tag der Sonne. Konstantin wollte, dass alle frei haben. Er hat auch für die heidnischen Soldaten Gebete verfasst, die sich dann nicht an Christus richten, sondern einfach an die oberste Gottheit. Aber natürlich war es eine Förderung des Christentums. Und für Christen war es auch selbstverständlich, dass nicht eben jetzt der Sabbat, wo es bloß unter Anführungszeichen um die Arbeitsruhe aufgrund der Schöpfung geht, sondern eben jetzt der Tag, wo die Erlösung vollendet ist, ja, also wo die Erlösung vollzogen ist, weil Christus von den Toten aufersteht, dass das jetzt eben der christliche Feiertag wird. Und deshalb gehört die Heilige Messe eben zum Sonntag, der Sonntag arbeitsfrei, damit wir die Heilige Messe jetzt eben feiern. Und wenn man in frühere Generationen schaut oder wie ich es in Afrika erlebe, wo wir Leute haben, die Menschen haben, die selbstverständlich 2 Stunden, wie ich es in Nigeria erlebt habe, durch den Busch gehen, damit sie am Sonntag jetzt eben die Heilige Messe mitfeiern, und wo das nicht bloß ist, mein Gott, der Pfarrer hat heute länger als 50 Minuten gepredigt, unmöglich und so weiter und so fort, so läuft es ja oft jetzt eben ab, sondern wo die Liturgie eben in diesen Ländern, wo die Kirche wächst im Süden, 2 Stunden, 3 Stunden jetzt eben dauert und man zeitlos sich darauf einlässt, jetzt eben die Auferstehung Christi zu feiern. Also ja, der Sonntag ist unser Feiertag, und ich weiß, dass Freikirchen das oft kritisieren, aber es ist völlig legitim, dass wir das göttliche Gebot, den Tag des Herrn zu heiligen, auf den Sonntag beziehen und nicht auf den Sabbat. Ich möchte hier eine Zuschrift einschieben, liebe KTV-Familie. Mein Mann war ein eifriger KTV-Hörer, hat gerne jeden Tag die Gottesdienste im Fernsehen mitgefeiert. Er ist leider am 15. Dezember an den Folgen von Corona verstorben. Ich möchte Sie herzlich bitten, ihn bei der Seelenmesse ins Gebet einzuschließen. Herzlich vergelt's Gott. Wir haben in Deutschland schon über 52.000 Tote an oder mit Corona Menschen, die verstorben sind. Christus ist ja auch am Holz des Kreuzes gestorben, er ist am dritten Tage auferstanden. Er ist wieder zurückgekommen, er lebt. Das ist so eine Ungeheuerlichkeit, dass die frühen Christen gesagt haben, das müssen wir miteinander feiern, wir können gar nicht anders. Vielleicht diese Zuschrift auch als eine Anregung, dass wir die Verstorbenen
jetzt während dieser Pandemie besonders auch beten und dass wir sie nicht vergessen, dass wir sie nicht sozusagen einfach so ohne Gesichter lassen. Das ist ja, und dass wir nicht abstumpfen, das ist vielleicht auch was. Ich würde gern, lieber Pater Karl, das möchte ich nur als Einschub, ich würde gern zur zweiten Frage gehen, die mehr eine Nachfrage ist, dieser Mutter. Trotz zeitlebens ziemlich regelmäßigen Gottesdienstbesuch habe ich immer noch nicht begriffen, wieso genau eine Messe gefeiert wird und zum Beispiel nicht einfach sonst gebetet wird. Da hast du gerade was dazu gesagt. Aber jetzt der Zusatz. Viele Christen, die nur selten zum Gottesdienst gehen, sagen mir, ist ja eh immer das Gleiche. Das brauche ich nicht jede Woche. Da ich selbst nicht verstanden habe, kann ich jeweils nicht viel entgegnen. Bitte helfen Sie mir, da endlich durchzublicken. Vielleicht könntest du auf diese Nachfrage noch mal was sagen. Also ich möchte jetzt mal als Priester hier antworten, der in diesen Tagen der Pandemie etwas Besonderes erlebt. Ich bin jetzt ja sehr lange schon Priester. Moment. Ich habe hier ein Buch auch, das ich führe, ja, wo ich alle Messen vermerke. Und ich kann hier genau nachschauen. Also ich habe heute die 12.709. Messe. Ich feiere täglich seit meiner Priesterweihe 1988 die Messe, bin bei 12.709 Messen. Es ist mir noch nie langweilig geworden. Und in der Pandemie ist meine Erfahrung, ich habe dann auch, weil ja die Situationen, wo ich die Messe gefeiert habe, oft sehr verschieden waren, Jugendmesse, Messe mit den Mönchen, in Konzelebrationen, der Früh im Kloster in Heiligenkreuz, ja, dann wieder Firmung und was ich da alles darf, also es ist eine Abwechslung, dann wieder mal mit nur einem Ministranten und so. Also das ist ja sehr, sehr breitschichtig. Ich habe jetzt in der Pandemie die Erfahrung gemacht, wo ich ja seit 10. März täglich um 12 Uhr, ihr übertragt das ja viermal in der Woche auf KTV, aber täglich um 12 Uhr immer am gleichen Altar die Heilige Messe feiere, dass es mir auch hier nicht langweilig wird. Ja. Es gibt im Gegenteil die gute Gewohnheit. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Ritus, dieses immer gleiche ja dazu da ist, dass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Weil das Wesen der Messe besteht nicht, dass ich hier in irgendwelchen spirituellen Dingen nasche, sondern es geschieht in etwas Übernatürlichem. Jesus kommt, er spricht zu mir. Ich brauche dazu eine innere Offenheit, eine innere Bereitschaft. Das Äußere soll nur dazu dienen, dass es mir den Kern wegknackt, ja, der mein Herz jetzt eben verschließt. Das soll aufgesprengt werden, damit ich offen werde. Der Gesang ist hier zum Beispiel ganz wichtig, nicht? Aber auch die Stille, das Niederknien, die Körperhaltungen sind wichtig, damit innerlich, geistig etwas in meinem Herzen, wie wir sagen, jetzt eben geschieht, eine Berührung, eine Begegnung mit Jesus geschieht. Ich möchte aber hier auch dazu sagen, wenn jemand sagt, es ist immer das Gleiche, dann, Entschuldigung, muss ich wieder kirchenkritisch sagen, wir Priester sind schuld, wir in der Kirche sind schuld. Wir erklären nicht die Heilige Messe. Wir predigen nicht über das, was wir tun. Wir setzen einfach voraus, dass die Leute, die da drinnen sitzen, eh alles wissen. Ja, und wir, das ist wirklich falsch. Ja. Also wir müssten viel mehr über das predigen, reden, reflektieren, sagen, ausdeuten, was wir tun. Der Altarkuss, warum die Kerzen am Altar, Licht und so weiter, warum wird das Evangelial geküsst, warum stehen wir beim Evangelium, warum nur der Diakon oder der Priester, der das verkündet, was bedeuten die Tücher auf dem Altar, der Kelch, die Hostie, warum Brot und Wein und so weiter. Es ist so wahnsinnig spannend, was da alles geschieht. Ja. Und wir reden nicht darüber, teilweise auch, leider muss ich sagen, weil es in der theologischen Ausbildung eben jetzt untergeht oder ja nur im Abstrakten jetzt eben bleibt. Darum bemühen wir uns dann der Hochschule Heiligenkreuz hier wirklich auch so auszubilden, dass die Studenten es nicht nur verstanden haben, sondern es dann katechetisch auch weitergeht. Ich kann euch nur sagen, die jetzt zuschaut, ja, wenn man sich mit der Heiligen Messe beschäftigt, mit der Liturgie, mit dem Ritus, mit den Inhalten, es gibt nichts Spannenderes. Also wenn einem die Heilige Messe fad vorkommt, langweilig vorkommt, dann macht entweder selber etwas falsch oder man hat noch nicht die richtigen Erklärungen über die Messe bekommen, damit man es in der Tiefe... Ja, ich könnte auch sagen, jeder Atemzug ist das Gleiche und doch gibt mir immer das Gleiche auch das Leben und so ist auch die Heilige Messe, die Gebete,
die Lesungen, die Psalmen, das Evangelium. Das ist immer wieder was Neues und in jeder Lebenssituation betrachte ich auch zum Beispiel das Wort Gottes anders, bekomme einen anderen Impuls, auch für mein Leben, auch wieder Kraft und auch das ganze heilige Geschehen soll mich ja stärken, immer wieder ganz neu, wie so ein neuer Atem. Wir kommen zur nächsten Frage. Wenn wir zur Messe gehen, sind unsere Kinder meist sehr unruhig, das schreibt uns diese Mutter. Oft sind wir sie ständig am Zurechtweisen oder am Bilderbücher erzählen, sodass wir ohnehin von der Messe nicht wirklich etwas mitbekommen. Mitbeten ist auch fast unmöglich. Sollten wir trotzdem hingehen oder lässt man es unter diesen Umständen besser sein? Kindermesse im KTV geht leider noch nicht für unsere Kinder. Sie können noch nicht so gut Hochdeutsch. Wir sind aus der Schweiz. Das ist sehr schön. Ja. Also machen wir eine kleine Werbeansage für diese Kindermesse um 17 Uhr, die mir große Freude macht, weil ich eben 8 Jahre Pfarrer war und immer am Montag, auch um 17 Uhr zufällig, das ist jetzt schon sehr lange her, das war zwischen 1991 und 98, da war ich noch jung und knackig, ja, und dynamisch und da hatte ich immer diese Kindermesse und jetzt plötzlich bin ich ja wieder zum Landpfarrer geworden durch diese Pandemie und ich sehe dann immer, auch wenn die Kirche, unsere Missio-Kapelle leer ist, sehe ich dann immer die Kinder irgendwie vor mir. Ja, also da möchte ich Werbung machen dafür. Mit den Kindern ist es so, das ist schon ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ich habe das in Afrika erlebt, wo du die Kirchen voll hast mit Kindern. Also ich könnte da Bilder zeigen, also hunderte Kinder und die feiern dort sehr andächtig mit. Wenn man mal so dieses ganze Temperament von den Afrikanern kennt, ist das fast ein Wunder. Natürlich haben die auch ihre Gesangseinlagen und dann, ich habe gerade in Kenia habe ich das wunderbar erlebt, eben am Fuß des Kilimanjaro bei den Maasai-Kindern, diese Kriegerkinder, wo die Großväter noch alle Animisten und Heiden waren und im Aberglauben waren, wie die heilige Messe dort mit Tänzen und Speeren auch mitgefeiert haben. Das war ganz berührend. Aber bei uns haben die Kinder immer weniger Kraft zur Konzentration. Ich weiß das, weil meine Schwester ja Professorin an einem Gymnasium ist und die Kinder können sich immer weniger konzentrieren. Deshalb brauchen wir zum Beispiel auch Kindermessen, wo wir bestimmte Formen der Gestaltung machen, die kindgerecht sind, sodass Langeweile oder wie soll ich sagen, sodass die Kinder dabei bleiben. Ja, dabei bleiben. Ja. Und die Kinder können das auch. Sogar das Schweigen, eine Minute Schweigen wird für Kinder spannend, wenn man es erklärt. Ja, aber man kann es nicht voraussetzen. Und natürlich für die normalen Gottesdienste ist es so, die Pfarren sind verschieden. Es gibt Pfarrer, die werden wirklich nervös und ich muss meine Mitbrüder auch wirklich verteidigen, weil ich habe Hochzeiten erlebt, wie ich Pfarrer war, da haben die Kinder im Mittelgang sich geprügelt und niemand hat von den Leuten was gesagt und ich stehe dann vorne hilflos am Altar. Die Kinder und alle schauen auf die Kinder. Ich weiß, niemand hört mehr zu, niemand hört wirklich mit. Und du kannst aber als Pfarrer dann kein Wort der Mahnung sagen, weil dann bist du automatisch der Böse. Ja? Und da müssten eigentlich die Gläubigen auch schauen, dass die Kinder jetzt eben in der Ruhe sind. Aber es wäre schrecklich, wenn junge Familien, und ich weiß, dass die furchtbar darunter leiden, gerade gläubige Familien, die sagen, ja, wo soll man denn in die Kirche gehen? Die schauen alle unsere Kinder schief an, wenn die nur ein bisschen husten oder herumquengeln. Ja? Also ich finde das furchtbar, wenn Kinder nicht kommen können. Ich sage immer, für mich ist Babygeschrei und Kinder, also ich, das ist jetzt meine Veranlagung. Ich habe gerade ein Plädoyer gemacht für Priester, die nicht das so schaffen. Und da muss man auch dann schauen, dass das, darf man auch nicht verurteilen. Für mich ist das kein Problem. Also können 10 Kinder schreien bei der Messe. Es würde mich jetzt nicht mehr stören oder ablenken. Aber natürlich, da muss man wieder schauen, lenkt es andere ab. Das ist ein ganz heikles Thema, liebe Familie. Ja? Und ihr müsst bitte schauen, dass eure Kinder, dass das maximal Beste geschieht für eure Kinder, aber auch für die, ihr habt auch eine Verantwortung gegenüber den mitfeiernden Gläubigen, die dabei sind. Also man darf dann auch Leute nicht verurteilen, die plötzlich nicht mehr beten können, und weil da die Kinder ohne Ende herumwetzen und die Eltern nichts dagegen unternehmen. Also da bin ich auch dagegen, dass man grundsätzlich sagt, Kinder dürfen alles. Ja.
Eltern sollten schauen, dass Kinder maximal jetzt eben gut am Gottesdienst teilnehmen, und die Gläubigen, die mitfahren, die Priester, wir sollten schauen, dass wir maximal offen sind, auch für Kinder, die manchmal unruhig sind. Aber eine glatte Lösung gibt es nicht. Bitte die Prinzipien in den Raum stellen. Wir wollen, dass alle gut die heilige Messe mitfahren, und wir wollen vor allem auch, dass die Kinder zu Jesus kommen dürfen. Jesus hat ja seine Apostel geschimpft, ja, wie sie die wegweisen wollten, eben jetzt die unruhigen Kinder. Lasst die Kinder zu mir kommen. Wörtlich sagt er, hindert sie nicht daran, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Also das sollte die oberste Maxim sein in alle Richtungen. Wir sind in der Stunde der Seelsorge. Diese Stunde der Seelsorge, die gestalte ich zusammen mit Pater Karl Wallner. Ich habe zu Beginn dieser Sendung gesagt, er ist der Verantwortliche der päpstlichen Missionswerke in Österreich. In gewisser Weise ist natürlich unsere Sendung auch eine Werbung für Missio, für ein päpstliches Hilfswerk. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich bin dir auch dankbar, dass du immer wieder auf deine Initiativen hinweist. Das ist auch gut so, damit unsere Zuschauer auch mal sehen, was eigentlich wirklich alles geschieht und wie viel Engagement da dahinter steht und steckt. Und du bist ja echt sehr engagiert. Du hast immer wieder Aktionen, die euer Hilfswerk unterstützen. Oft sind es so kleinere Dinge. Wir hatten vor Weihnachten diese tollen Pralinen, die ich auch gegessen habe. Die waren hervorragend. Und jetzt habt ihr auf den Valentinstag hin eine Aktion, lieber Pater Karl, vielleicht kannst du dazu was sagen. Wir von KTV möchten dich gern unterstützen bei deinem Bemühen, Euros zu sammeln für päpstliche Thomas, ich nütze das gleich aus, weil es geht um die Ärmsten der Ärmsten, um einmal Danke zu sagen, dass so viele bei dem St. Karl Borromeo Spital schon mithelfen. Die Pandemie wird mal vorbei sein. Ich hatte jetzt eine Skype-Konferenz mit Tansania, mit dem Abt des Klosters, wo wir das Spital jetzt eben dann bauen. Es schaut wirklich gut aus. Aber es wird eine Sache, die mich noch Jahre beschäftigen wird, weil dieses Gelübde zum Dank, ein Spital zu bauen in einer Gegend, wo es weit und breit keine medizinische Versorgung gibt, ist eine große Sache. Und dann, ich denke natürlich dauernd, ja, wir sind im Lockdown, wie kann ich trotzdem jetzt die vielen Hilfsansuchen bewältigen? Und da ist mir die Idee gekommen, es kommt der Valentinstag und wir haben was ganz Neues erfunden. Das nennen wir Valentinsbusserl. Das ist aus Dinkel, ist nachhaltig und so weiter. Kostet 7,90, ja, diese Valentinsbusserl. Oder ein Karton mit 6 kann man auch bestellen. Das ist dann, glaube ich, 48 Euro und so weiter. Und wir haben damit auch was Missionarisches verbunden. Wir schicken eine Karte mit, ja, und auf der Homepage kann man sich dann hier von Vater Imo, der ist in Afrika, ja, kann man sich dann einen Valentinssegen holen. Ja. Also übers Internet segnet dann der Vater Imo, ein Freund von mir, der ist in einer der ärmsten Gegenden der Turkana. Also diese Valentinsbusserl sind karitativ, sind sozial und sie sollen auch den Segen, den Valentinssegen jetzt eben bringen. Also am besten ist, man geht auf missio.at, auf unsere Homepage, da findet man alles. Ja. Und noch was, ihr habt extra Dinkelbusserl genommen, Busserl nennen wir das. Ja. Also das, weil es geht um die Valentinsliebe, das ist nicht bloß so eine romantische Verliebtheit, das wäre Schokolade, ja, oder und so weiter. Und diese Dinkelbusserl, die sind halt nachhaltig und da hat man ein paar Tage was davon. Das sind auch 300 Gramm und so weiter. Also Liebe braucht ja Atem und Liebe braucht Ausdauer. Und deshalb ist es nicht etwas, was so im Mund schokoladehaft explodiert, sondern sind jetzt eben gesunde Dinkelbusserl. Ja, aber sie sollen eben den Valentinssegen ins Haus bringen. Also, wenn wir dieses Projekt unterstützen, es ist gut. Es ist gesund und es ist ein gutes Werk. Lieber Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um Gebet und Segen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten um eine missionarische Kirche, dass du bei uns allen beginnst, eine Sehnsucht in unseren Herzen zu erwecken, dass du mehr gekannt wirst, dass die Geheimnisse des Glaubens uns mehr interessieren und dass du mehr geliebt wirst, aber auch, dass wir diese Liebe in konkreten Taten der Nächstenliebe umsetzen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und auch schon des heiligen Valentin, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lieber Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse und Dabeisein. Ich möchte nochmal an die Geschichte von Joe Biden erinnern, die ich am Anfang dieser Sendung erzählt habe. Immer wenn er bei seinem Großvater war, hat er ihm gesagt, bleib katholisch. Und seine Großmutter hat gesagt, das reicht nicht, verbreite auch den Glauben. Eine schöne Geschichte. Danke Ihnen. Möge der liebe Gott Sie beschützen und auch Ihre Lieben und bleiben Sie gesund.